Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 2. Und ich glaube, wenn ich Pause mache, da oben sehe ich, wie lange ich spiele. 6 Stunden schon. Fast 7. Oh, Alter. Ich bin ja voll krass, ey. Ich habe ja der zweite Teil früher innerhalb von 2,5 Stunden durchgezockt. Sonst. Mann, na klar, ey. So viele Bretter gibt sie gar nicht, um das alles zuzumachen. Das Maul, ey. Missgeburt. Versuch mich mal zu fangen, du Schwachkopf. Ja, scheiße, weil es so dunkel ist. Immer irgendwas zu finden. Ah, noch Bretter. Ja, da kann ich dann gleich da hinten den Raum mal bearbeiten. Missgeburt, ey. Na komm, klopf mal an die Tür. Hier irgendwo eine Kombination zu sehen. Doch, du Kacke. Ich war nicht hier. Ich war nicht hier. Wo ist denn der hin? Kann man hier das öffnen? Oder hier das? Die ganzen Löcher in der Wand, die habe ich gemacht, habe ich da daneben geballert. Hier habe ich mich auch schon umgeguckt. Wo ist denn der Zombie hin? Ah, da. Moment. Damit er hier nicht auf den Sack geht, kriegt er eins von denen hier. Kann ich hier denn auch noch zubasteln? Nein. Ja, da kommen die wahrscheinlich auch nicht hin. Ja, Mann. Hier scheint wirklich nichts zu sein. Ne? Sonst wirklich nichts. Der andere Volltrottel. Und ich kann irgendwas von dem Polizist nehmen. Wo ist denn der Idiot? Ich höre den zwar, der ist wahrscheinlich da hinten in dem kleinen Büro. Geht nicht. Da kommen wir wahrscheinlich mit dem Leon hin. Und hier das. Na? Da ist eine Kurbel gemalt. Wo kriege ich denn eine Kurbel her? Ja, hier, ich glaube, ich muss jetzt mal weitermachen und vielleicht, ich meine, man kommt ja vielleicht mit ein bisschen Glück
kann man hier wieder alles aufmachen. So. Wir gehen jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was gemacht und ja. Und fertig. So, gehen wir hier runter. Dann mal speichern, sollen wir speichern? Ach komm, egal. Was ist. Achso, das ist mein. Ich habe eigentlich genug Munition und so. Dann tue ich hier die mal. Moment. Moment, Moment, Moment. Autoschlüssel. Autoschlüssel. Komm ich in das Parkhaus? Ich komme in das Parkhaus. Scheiße, hier ist ein Film. Ja, Leute, ich kann hier noch nicht weg. Ich kann hier wirklich noch nicht weg. Tut mir leid. Ich muss mal den Film entwickeln. Vielleicht ist da ja wie heißt er, die Kombination für den die Kombination für fürs Tresor drauf. Boah, sogar die. Hier ist ja ein Licker auf mich gesprungen, ne? Dann hat hier ein bisschen was gemacht, die. Die sind geblieben. Das riecht geil, ey. Die Spuren sind geblieben. Ach ja. Den habe ich ja noch gar nicht mitgenommen. So. Verschieben. Verschieben. Den Film. Den Scheiß, den tue ich mal auch weg. Okay, ein Versteck. Beim Radio, das Radio weiß ich. Und das zweite ist das Albert Wesker sein Raum. Ja. Okay. Könnte sein. Nicht liegen lassen. Aber wieso ist da ein X? Kann ich da irgendwas benutzen? So, dann gehen wir jetzt in den Stars-Raum. Erstmal zum Stars-Raum. War der ganz oben oder war der hier? Ich glaube hier. Genau. Ein Versteck. Ja, genau. Holzkiste. Was ist denn in der Holzkiste? Untersuchen. Erweitertes Magazin. Ist der für den hier? Yeah. Yeah, 50. So, dann gehen wir mal wieder in die Haupthalle zurück. Da war der Ghetto Blaster, da habe ich mich noch. Da habe ich noch mich drüber lustig gemacht. 4 Minuten, 5 Minuten haben wir noch, das kriegen wir hin. Ich muss mal überlegen, wie komme ich in das Parkhaus zurück. Wie komme ich in das Parkhaus zurück? Ich glaube oben. Da habe ich doch hier mit dem Tyrant meine Probleme gehabt. Ne, hoffentlich ist da die Kombination fürs Tresor. Ghetto Blaster, Ghetto Blaster. Aber oben. Oder? Was hier? Ghetto Blaster. Nein. Scheiße, wo war der denn? War das überhaupt in der Haupthalle? Ich glaube schon. Oder war das nicht hier?
Mann, wo habe ich den scheiß Gitterblaster gesehen? War ganz eindeutig nicht hier, aber ich tu mal speichern. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen gefunden. Habe ich einen scheiß Gitterblaster gesehen, ey. Hab ich vergessen. Muss ich wieder die ganze Räumlichkeiten hier durchsuchen oder was? Ach man. Ich meine, der war hier. Ich hab mich noch irgendwie mit dem Marvin unterhalten. Und dann bin ich hier rumgelaufen und dann war der da. Habe ich noch gesagt, ja, hier. Tolles Radio und so. Jo, das war gestern, aber tut mir leid, ich habe schon wieder vergessen. Ich meine, das war hier oben. Da war das auch im Stars Büro. Das war im Stars Büro. Na, hier ist das ganz eindeutig nicht. Vielleicht war das doch wirklich im Stars Büro nochmal. Das waren ja zwei Bilder. Ach man, ey, ist doch scheiße. Es ist doch scheiße. Komme ich hier in das Stars Büro? Geht das? Wo komme ich denn hier überhaupt hin? Ja, ich komme doch ins Stars Büro. Wo ist das beschissene Radio? Zum Kotzen. Ich kann mich an das Radio erinnern. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Wirklich nicht. Mann, wo kann das denn sein? Nochmal. Ja, da so ein Tisch, so ein Radio. Wie sieht das aus? Wonach sieht das aus? Könnte, vielleicht ist das unten. Oder hier. Nein. Vielleicht da in dem Raum, wo der Zombie da stand, wo ich mich so ein bisschen erschreckt habe, wo ich den nicht gesehen habe. Könnte sein. Könnte wirklich sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, hier. Ist hier vielleicht das Radio? Nein, ist es auch nicht. Scheiße, wie war das denn? Wie komme ich da? Da komme ich durch. Ist hier vielleicht das Radio irgendwo? Mist, Leute, der Timer klingelt schon wieder. Verdammt. Tut mir leid, ey. Aber ich muss da suchen. Wirklich, ich muss da suchen. Tut mir leid, wenn es jetzt mal langweilig wird, aber. Sorry, hier. Ich bin auf der Suche nach Geheimnissen. Macht's gut und bis gleich. Tschüss, Leute.